Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück. Aber das macht nun auch nichts. Ist ja egal. In dieser Folge habe ich auf jeden Fall vor, hier diese Schmelzen zu optimieren, nämlich hier ein bisschen Glas vorne reinzusetzen. Weil das geht ja gar nicht, dass hier ständig Blut drin ist. Das regt mich mega auf. So. Ein ganzes Zeug dahin kippen. Ihr seht ja hier diese rote Line. Die ist halt richtig, richtig blöd. Muss die Ärzte mich immer nach unten legen. Was ist denn da passiert? Wahrscheinlich, als die gerade als die letzten Mal vollgestuckt sind. Ah, das kann despawnen, ist ja egal. Ist ja egal. Aber hier muss ich auch nochmal gucken. Hier haben wir zum Beispiel das Problem. Da ist Blut. 40 MB. Hier sind 102 MB Eisen. Das ist halt ein bisschen kontraproduktiv. Das können wir alles ändern, das ist ja nicht das Thema. Das machen wir auch mal eben. Boah, Schande. Was ist denn da los? Das machen wir auch auf jeden Fall mal eben. Dass da Blut reinkommt, ändern wir auf jeden Fall. Das sind Seared Bricks. Heißen die Dinger? Seared Brick haben wir sogar noch 55. Ja, geil. Dann brauche ich noch ein bisschen Glas. Ja, haben wir auch noch gut was. Ja, optimal. Wir sind ja richtig gut ausgestattet hier. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen Seared Window. Kann man nicht eigentlich auch Seared Glas machen? Window, Seared Glas. Da, Glas geht. Es kostet nämlich nicht so viel wie das Window. Das Window kostet nämlich, ja, das ist das besser. Zack. Seared Glas, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, ich nehme einfach alles mit, was geht. 13 Stück. Was soll's. Und die kommen dann da schön hingesetzt. Ich hoffe mal nicht, dass die mir die Sachen jetzt da rausspringen werden. Ja, hier sind ein paar drin und hier auch. Aber nicht allzu viel. Es geht eigentlich alles klar. Was Futter muss ich auf jeden Fall immer zwischendurch. Das vergesse ich hier so oft einfach. Und das ist so ein bisschen blöd hier an Agrarians Geist, dass man immer wieder was Futter muss. Und dann tausche ich hier dann mal gegen hier. Zack, zack, zack. Oh nein. Nein, das nicht. Das kann wieder zu mir kommen, danke. Aber hier zum Beispiel Glas rein. Oder ist einer da reingefallen, sehr wahrscheinlich. Hier Glas rein. Und hier beiden können auch nochmal Glas. Zack und zack. Jawohl. Glas und Glas. Und hier in den Smeltery Controller kann man natürlich die Sachen wieder reintun, die man gerade gekriegt hat. Aus Versehen. Aber jetzt sollte eigentlich hell genug drin sein. Hoffe ich mal. Pack hier noch eine Fackel hin. Und hoffe dann mal, dass es da so hell genug ist. Ich kann natürlich nochmal, wie viel Glas habe ich da jetzt verbraucht? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4. 4, genau. Das ist gut. Dann habe ich einen weiteren frei. Ja, toll, aber nur einen einzigen. Man sieht hier, das ist Blut. Das müssen wir irgendwie da rauskriegen. Ja, das Blut, das geht gar nicht klar. Zack, zack. Zack, zack. Müssen wir sogar unten in den Tank reingucken. Wie lustig ist das denn bitte? So. Etwas gechillter in den Tank reingucken. Sehr interessant. Dann packen wir hier nochmal was hin. Oh ja, da merkt man schon, dass die Sachen doch nicht so perfekt waren. Zack, zack. Und gib ihm. Wunderhübsch. Sind die Schmelzen alle ein bisschen vorne ein bisschen besser ausgestattet. Lead kann man schon mal hier reintun. Lead. Ja, das war alles einfach. Das war ja egal. Ah, hier sind sogar zwei verschiedene Arten wieder von Blöcken. Anscheinend. Tun die doch mal weg wieder. Aber wir bräuchten noch zwei weitere Glas. Mal gucken. Vielleicht können wir es ja irgendwie leisten. Grout. Wir haben sogar noch ein bisschen Grout. Perfekt. Hier links haben wir leider keine, nicht mehr allzu viele. Aber wir machen das ja gerade was wieder. Ah, shit, wir haben keine Kohle mehr hier in den Öfen, deswegen brennen die nicht weiter. Kein Wunder. Qual. Qual, da. Ja, nehmen wir einfach mal das Stack hier, machen daraus mal eben ein bisschen normales Zeug, noch ein Stack normales Zeug. Perfekto. Füllen wir den nochmal einmal auf. Und den hier unten auch nochmal.
Und schon kann er durchbrennen bis zum geht nicht mehr. Seared Glass will ich haben. Das da. Genau. Da fehlen natürlich jetzt jeweils immer so viele. Ah, Mist. Dann brauche ich noch einmal einen mehr. Komm, einen haben wir noch. Jawohl, einen haben wir wieder fertig. Dann haben wir nämlich erstmal drei weitere Glas. Setze ich nämlich jetzt einfach. Ah, komm. Mal eben eine Hungerkeule mehr essen. Damit man wieder sprinten kann und so. Weil das Ding setze ich jetzt einfach. Ich kann es nicht an die Seite setzen, weil der mittlere hat keine Seite. Der mittlere hat aber auch keinen mittleren Hinterpunkt. Brauche ich mir noch einen vierten eigentlich. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ja komm, dann kann ich das hier hinsetzen. Lass mal eben da dran. Und die sind gar nicht rausgesprungen, das ist schon mal gut. Dann hier einfach direkt eine Fackel. Weil so ist es da drin auf jeden Fall ausgeleuchtet. Wie kann man das garantieren, dass es da drin ausgeleuchtet ist? So. Ihr seht schon wieder hier, Blut ist wieder ganz unten. Das ist so zum Kotzen mit dem Blut. Deswegen werde ich hier auch nochmal, das hatten wir auch schon mal eine Zeit lang, dass wir hier einfach den Strom gekappt haben. Also eigentlich können wir eigentlich komplett das ME-System hier abklemmen. Einfach einmal. Was soll's? Das ME-System hat von da eh nichts. Das hat nur hier halt ein paar Sachen. Natürlich jetzt schade, wenn das runtergefallen wäre. Ist es aber nicht. Perfekt. Jetzt brauche ich momentan nur den Speicherschrank hier. Ansonsten brauchst du ja nirgendwo Kabel, oder? Nö. Perfekt. Optimal. Jetzt machen wir dann trotzdem noch ein bisschen mehr von dem Glas. Ich würde ganz gerne den mittleren auch noch betreiben können. So, zwei Blöcke Glas. Sie da auch nochmal zwei Fackeln hinstellen, dass der irgendwie ausgeleuchtet wird, ey. So, hier nochmal eine Fackel hin. Hier nochmal eine Fackel hin. Der hinteren, den mache ich jetzt einfach so, dass ich da das Ding abbaue hier. Da dann dafür... Ah, komm. Jawohl, hat funktioniert. Und dann hier eine Fackel hinstelle. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Natürlich ist das Zeug jetzt da vorne rausgesprungen, denke ich mal. Und hier eine Fackel hinsetze. Normalerweise sollten die Dinger jetzt unten gut ausgeleuchtet sein. Normalerweise. Also kein Inhalt rausgesprungen. Das ist echt praktisch manchmal. Resonant Ender ist jetzt hier unten drin. Ja gut, das ist natürlich ganz, ganz geil eigentlich, der Resonant Ender, dass wir den da drin haben, aber... Das Problem ist, wir haben auch keinen Tisch oder so an den Maschinen dran. Müsste man auch nochmal gucken, wie man das machen könnte. Eigentlich bräuchte man keine Casings hier vorne, sondern Tische. Oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Komm, wir nehmen einfach mal Tische mit. Wenn wir noch Tische haben. Ich glaube, wir haben keine Tische mehr. Deswegen hatten wir da Casings hingestellt. Ja, das kann gut sein. Seared. Nein. Da, doch, Tische haben wir noch drei Stück. Perfekt. Casting Table. Optimal. Auch wieder weg. Oh lol, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Hier wollte ich hin, genau. Zack, zack, zack. Die dürfte eigentlich nicht mehr nachgeliefert bekommen, oder? Hier brennt er noch durch. Hier brennt er noch durch. Das Problem ist einfach, dass sehr schnell die Kisten hinten zumüllen werden. Extrem schnell. Wenn jetzt mal guckt. Ja, stimmt, Schütte. Ich mir schon fast gedacht habe, dass die Kisten hinten halt übel schnell jetzt zumüllen werden. Da muss ich jetzt doch irgendwie anders abklemmen. Ich habe eine Idee, wie ich es abklemmen kann, ohne dass ich wirklich Kabel abbauen müsste oder so. Ah, nee, da komme ich nur in den Vakuumhopper, ne? Ja, kacke. Ja, dann habe ich die doch nicht mehr. Nimm dies wieder, nimm dies wieder, danke. Ich habe noch mehr von dem Stuff, das gibt's doch nicht. Ja, dann lasse ich es jetzt erstmal so. Mal gucken, wann die Kisten überlaufen komplett. Ah, dann füllt sich auch erstmal die Diamantkiste und sowas. Normalerweise sollte das nicht das Problem darstellen.
Ich wollte noch einen Eimer holen, genau. Einen Eimer, Eimer, Eimer. Bucket. Bucket. Zack. Dann brauche ich noch. Aber dann mache ich gleich einfach hier an dem ME-System. Ist das einfacher. Bucket. Gib mir mal Resonant Ender bitte nach unten. Bucket, füll dich. Dann wenigstens das Resonant Ender schon mal da raus. Oh, das ist kein Resonant, das ist Liquid Ender. Okay. Daher haben wir auch den Liquid Ender Bucket. Ah, ich verstehe, okay. Was können wir damit mit dem Liquid machen? So macht man den, ja klar. Und was kann man damit machen? Ender Healing Drop, okay. Was kann man damit machen? Hä? So, zeigt ihr mir die Rezept an, wie man den macht. Normalerweise mit Linksklick zeigt ihr mir dann das Rezept an, was man damit machen kann. Ah, anscheinend gar nicht. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Naja, ist ja auch egal. Haben wir das Ender schon mal daraus? Das ist schon mal sehr, sehr geil. Jetzt muss ich halt nur noch warten, bis die Sachen komplett leer sind. Für das muss nach unten noch. Hier ist nur noch Blut drin, das ist schon mal schön. Hier ist noch alles Mögliche drin, okay, nur halt Blut ganz unten. Der brennt der auch noch irgendwas? Ach, das ist. Ich wollte diesen weißen Strich doch nicht an Tigan, aber das geht ja gar nicht. Das ist der Mittelstrich. Shit. Das ist schon dumm. Da war nur Blut drin, genau. Hier ist auch nur noch 40 MP Blut drin. Ja. Hier sind noch 680 MB. Hier sind einfach nur 40 MB, das sind 680 MB. Richtig heftig. Dann machen wir den Smeltering Controller mal eben down. Gleiche machen wir hier auch. War auch nochmal Blut, nur Blut drin. Komm her, kommst du zu mir? Jawohl, danke schön. Das gleiche machen wir hier dann auch nochmal, wenn der komplett durchgelaufen ist. Aber sollte ja nicht mehr allzu lange dauern eigentlich. Man sieht ja, wie schnell das einfach runter rausgezogen wird. In den Seiten könnte man eigentlich noch verschnellern. Dann könnte man den mittleren für Eisen nehmen. Ja, aber komm. Ja, das ist überflüssig erstmal. Das können wir hinterhalten machen, wenn wir wirklich Probleme kriegen. Dann können wir das gerne machen. Ja, der ist jetzt komplett leer. Der hier, der muss noch. Komm, ich will dein 5x5 MB Blut da rausziehen. 14, 12. Ja, komm, was soll's, Aluminium haben wir eh genug. Zack. Zack. Jetzt kann ich das Ganze ins E wieder anklemmen. Dann werden die Kisten auch nicht übergelaufen sein. Das ist schon mal schön. Zack, 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 zack. Zack. Perfekto. Jetzt sollte das wieder funktionieren. Hier muss man immer wieder auf Z drücken. Das ist das kleine Problem bei den Diamant-Chests. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie eine andere Möglichkeit gäbe, da Sachen reinzufüllen. Es müsste eigentlich auch funktionieren, dass man das ME-System daran anklemmt an den Blockenmacher-Teil. Müsste man mal ausprobieren, ob das funktioniert. Oh, jetzt fühlt er sich aber schon wieder gut hier. Wir haben ein paar Sekunden ausgehabt, schon direkt instant wieder so alles Mögliche voll. Das ist echt heftig. Okay, Eisen nicht ganz so viel, aber die beiden anderen sind einfach randvoll. Ich brauche schon wieder neue Karotten, ne? Da gibt's ja mehr hier. Das Einzige, was ich diese Folge geschafft habe, ist, dass ich die Dinge ausgeleuchtet habe. Das ist alles. Was zur Hölle? Das ist einfach gar nichts. Richtig unproduktiv mal wieder die Folge. Moo. Ich mein Jetpack an? Nee, ich hab mein Jetpack nicht an. Wo hab ich meine ganze Rüstung? Achso, ja stimmt, ich hatte meine Rüstung ja auch nicht. Mein Jetpack? Andere hatten mir noch in der letzten Folge ein Jetpack gemacht. Noch ein richtig gutes. Hab ich das noch in einem Dinges drin hier? In der Ladestation? Oh, hier ist es. Perfekt, dankeschön. Und anziehen.
Hui. Hier ist sehr geil. Was ich aber auch noch auf jeden Fall machen... Alter Schwede, die Materialien, die steigen aber mies. Das ist das Problem hier, dass unsere ME-Drives nicht so wirklich viel aushalten, ne? Und um den Quarz. Und Quarz ist echt so Mangelware. So mega Mangelware. Ich gehe mal in Nether und versuche Quarz zu farmen. Aber nicht mit dem Jetpack, ey. Das traue ich mich einfach nicht. Das Jetpack lasse ich hier. Karotten nehme ich, das Questbook lasse ich hier. Torches nehme ich mit, den Kabel nehme ich mit. Die Wrench lasse ich hier, das Schwert nehme ich mit, die Spitzhacke nehme ich mit. Ich habe keinen Bock, wieder im Nether zu sterben und dann das nächste Jetpack für den Arsch. Ich gar keine Lust drauf. Okay, hier läuft auf jeden Fall alles ganz gut. Dann hole ich mir noch ein bisschen Kabel. Kabel. Wird dir wohl reichen erst einmal. Aber hiermit sage ich erst wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Minecraft Agrarian Skies. Ciao, ciao.